Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Journey. Ein bis jetzt wunderschönes Spiel. Und wir sind ja hier als letztes Mal geändert, wo wir den Blick wieder auf den Berg haben, wo diese, ich nenne es einfach mal, diese Kometen wegfliegen. Ich vermute mal, das sind solche Leute wie wir hier gerade, die ihr Ziel erreicht haben und auf eine große Reise geschickt werden. Da mal wieder so einen. Aber wir machen uns jetzt mal auch weiter auf den Weg und schauen, wie es weitergeht. Ui! Oh, fast den Hügel ganz rauf geschafft. Und da ist was, da gleiten wir sofort hin. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen größeres Areal. Und hier kann man nochmal das Gesicht sehen. Das waren eindeutig Maschinen, die diese weißen Vögel benutzt haben. Ich vermute leider zum Kriegszwecken. Oh! Wer bist du denn? Du bist so ein größerer Wimpel, habe ich das Gefühl. Ist nicht dein... Jetzt wollte ich schon sagen, dass wir auf den reiten können. Okay, da schwebt wieder einer. Wir folgen den einfach mal. Okay, der führt uns zu einer anderen Maschine hin. Hier, die anscheinend hier abgeschützt ist, weil sie keine Energie mehr hatte. Okay. Dann machen wir die auch mal auf. Oh, noch mehr von euch. Ja, ja, ich kann auf ihn reiten. Ich kann auf ihn reiten. Woo! Alter, wie geil ist das denn? Zwar nicht lange, aber Hammer. Oh, hier ist eine Ruine. Hier wittere ich doch was. Okay, hier muss ich was aktivieren. Wow. Das waren der ihr Fernseher zurzeit, oder wie? Das ist nun mal die Story, wie die Vögel und die Weizenfelder gewachsen sind. Okay, aber hier oben ist nichts, oder? Nö, sonst würde ich es ja sehen. Okay, führt mich mal weiter, ihr großen, artigen Wesen. Ja, ich kann schon mit euch ein bisschen fliegen. Warte mal, ich will mal schauen, ob ich die nochmal so einreiten kann. Ja, ich weiß, das hört sich ein bisschen verkehrt an. Oh, die Dinger, die über da uns drüber fliegen, sind mega la... Oh! Oh! Okay, da ist so eins noch umgelandet. Das ist so ein Sammelobjekt. Jawohl, da haben wir es eingesammelt. Ist das so schön. Ich habe Tränen in den Augen. Okay, soll ich dem weiterhin folgen? Oder bleibt er jetzt hier?
Ich folge denen einfach mal wieder. So, dann die Richtung mal. Ja, ihr könntet mich schon mal mitnehmen. Das wäre sehr nett von euch, liebe... Okay, oh. Wo sind wir denn hier gelandet? Okay, das sieht wie ein größeres Gebäude aus, aber ich hoffe, dass da die 9-2 Sonnenobjekte sind. Die sieht jetzt nicht mehr so freundlich aus. Ich gehe mal dahin, ganz kurz. Ob ich da. Das sieht nicht sehr gemütlich mehr aus da. Das sieht aus wie eine riesige Fabrik oder was von denen da übrig geblieben ist. Ich schaue einfach, ob man da hoch kann. Ich bin neugierig, wie gesagt. Ich bin bei jedem Spiel neugierig. Ich erkunde gerne. Auch wenn es sich witzig anhört. Auch bei Minecraft. So, ich sehe hier nichts leuchten. Da oben sehe ich wieder was leuchten. Ich glaube, da müssen wir auch sowieso so oder so irgendwie hinkommen. Aber wir haben ja erst ein Objekt... Okay, ich glaube, wir müssen sowieso wieder runter. Weil ich will da hinten auch nochmal hinschauen. Ja, die Musik ist jetzt ein bisschen bedrohlicher. Aber wie gesagt, ich möchte ja alles erkunden für euch. Ich will da das hier auf 100% schaffen, das Spiel. Dass ich wenigstens eins unter meiner Liste verbuchen kann, dass ich 100% geschafft habe. Ich gehe um das ganze Gebäude einfach mal rum und erkunde. Nein, ich will das Spiel nicht hinauszögern oder hinaus in die Länge ziehen, sondern ich möchte, wenn dann, schon alles kriegen hier. Es hört sich echt bedrohlich an. Er war extremst. Das, aber du musst dir mal vorstellen, das, was wir hier wahrscheinlich sehen, diese Gebäude, oder beziehungsweise was von denen übrig ist, das haben diese weißen Wesen gebaut, wo wir immer sehen. Also ich sehe da oben nichts glitzern oder sonst was. Ich hoffe, dass wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir wegen Sand sterben können. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch eine größere Bedrohung geben wird. Da, wo wir ein bisschen Schwierigkeiten kriegen. Okay, wir könnten da quasi da hingehen. Wenn uns das möglich ist, schaue ich, ob ich da irgendwas glitzern sehe. Weil das sieht aus da wie ein Durchgang, aber ich glaube, das ist keiner. Ja, der Wind ist hier schon stärker, unsere Figur hat da schon... Ja, Purzel, Purzel, wir können da nicht lang. Okay, wir haben alles durchsucht. Das heißt, wir gehen zu der Stelle hin, wo wir an diese Fabrik hier rauf können. Es hört sich so extremst gruselig an. Na komm, wir gehen mal hier hoch. Ja, die Tintenfisch-Stofffreunde hier sind nicht so begeistert von dem Ort hier, wie es ausschaut. Ja, der bringt uns nach oben. Das sind so freundliche Wesen. Das ist... Oh! Aber hier war doch irgendwie... Das hört sich blöd an, aber ich muss hier nochmal runter. Ah, die Kamera kann ich ein bisschen so drehen. Hier war irgendwas... So ein leuchtendes Symbol, das weiß ich. Okay,
Okay, das habe ich leider hier nicht entdeckt. Ich schaue mich hier extremst um, Freunde. Weil wir haben doch von der Ferne so ein Symbol gesehen, das weiß ich doch. Ich bin doch nicht doof. Ja, du willst mich wieder nach oben bringen, ist mir schon klar. Oder waren das die komischen Augen von diesen Wesen? Das kann natürlich auch sein. Ich versuche natürlich mit der Kamera immer das Unterste hier frei zu gucken. Weil ich möchte ja nichts übersehen. Wenn wir jetzt da oben komplett zum Muttervogel hochkommen, gehe ich nochmal runter und schaue mir die Stelle an, wo ich es angeblich gesehen habe. Mir wird keine Wahl gelassen, ich muss hier hoch. Ja, aber ich habe doch noch nicht alle Symbole. Sorry, Freunde, ich muss da wieder runter. Ja, ich weiß, das mögt ihr jetzt nicht, ihr netten Wesen, aber... irgendwo habe ich doch so ein Symbol gesehen. Also ich glaube, da hinten war es jetzt nicht, aber wir gehen jetzt mal ganz komplett rum. Irgendwo war hier so ein Symbol. Ich bin nicht von gestern. Zum anderen Turm noch mal hin. Bin mich ganz sicher, dass ich hier irgendwo ein Symbol gesehen habe. Oder waren das wirklich die Augen? Ich will das jetzt auch nicht so in die Länge ziehen. Ich mache mal einen ganz kurzen Cut, Freunde, und dann suche ich ganz kurz nach diesen Symbolen. So, Freunde. Ich bin jetzt ein bisschen rumgegangen. Ich musste auch nicht lange suchen. Schaut mal hierher. Hier ist noch so eine übrig gebliebene Anlage, sage ich jetzt einfach mal. Und die hätte ich beinahe eiskalt übersehen. Hallo, mein Freund. Und ich muss da hoch. Ich hoffe, dass unser Kollege hier, Mr. Manta-Stoff hier. Hilfst du mir hoch, Kollege? Na komm, hilf mir, hilf mir. Na toll, jetzt habe ich meine Energie verloren. Irgendwie müssen wir da hoch. Okay, dann müssen wir mit eigener Kraft hoch. So. So, wir haben ja dieses Symbol eingesammelt. Das heißt, wir müssen aber noch hier irgendwo was finden. Ich vermute mal da hinten irgendwo.
So. Ich gehe einfach nur mal kurz den Hügel hier hoch, dann so habe ich nämlich auch das andere entdeckt. Ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung weiter. Wie der Sand glitzert, wenn die Sonne drauf erscheint. Das ist einfach herrlich. Irgendwo muss doch noch das andere Symbol hier sein. Ah, die begleiten mich, die beiden. Das finde ich ja herzallerliebst. Nee, ich will nicht mit dir. Nein, nein, nein. Ist mir ja schön, dass ihr mich zurückleiten wollt, Freunde, aber ich brauche noch das dritte Symbol. Und das will ich auch haben. Ich glaube, hier ist nichts. Ja, wir gehen... Au, au, au. Ja, ja, wir gehen ja schon in die Richtung wieder. Also da, wo der Wind ganz stark weht, glaube ich nicht, dass da was ist. Und schaut mal, wie lang unser Schal schon ist. Oder unser... Ja doch, ich nenne es einfach mal Schal, weil es halt einfach einen Schal ähnelt. Dann muss es in der anderen Richtung was geben. Und ich hoffe, das wird jetzt nicht so lange dauern, es zu finden, weil ich finde diese Folgenlängen eigentlich immer optimal. Aber diese Folge wird halt leider jetzt ein bisschen länger, weil ich meinen verträumten Sturkopf... Durchsetzer, da hinten ist was, Freunde. Seht ihr das? Da könnte das dritte Symbol sein. Oder da waren wir schon, glaube ich. Ich glaube, da waren wir schon. Das ist das eine, wo wir schon gefunden haben. Ja, ja, da waren wir schon. Oder? Ja, da oben glitzert es. Da waren wir auf jeden Fall schon. Dann gehe ich jetzt einfach mal in die Richtung. In der Hoffnung, dass ich da noch was finde. Da steht, da ist jedenfalls irgendwas im da drin. Da seht ihr es, die Krümel. Aber ich glaube nicht, dass es das ist. Das wäre ja dann zu leichtes Symbol. Und momentan, bis jetzt haben wir immer solche Jump-Einlagen machen müssen. Also mich würde es ja schon tierisch ärgern, wenn ich das dritte Symbol nicht kriegen würde hier. Dann können wir nicht unser 100% vergessen. Na, da wird es auch schon wieder so windig. Also wenn es so windig ist, dann weht es uns gleich nach hinten wieder. Dann gehe ich aber ein bisschen ein Stück zurück von dem Weg, wo wir am Anfang hergekommen sind. Ja, da dürfen wir nicht hin. Also wenn da so stark der Wind weht, dann können wir das da gleich da vergessen. Ja, da dürfen wir nicht hin. Das heißt, wir suchen uns mal hier noch eine Stelle ab. Und wie gesagt, ich bin keiner, der einen Speedrun machen will oder... überhaupt ein Run oder ähnliches. Ich möchte das Spiel erkunden. Ich möchte das Spiel genießen. Ja, da haben wir wieder so einen Freund, der uns zurückweisen möchte. Zum Weg. Ich will aber noch das dritte Symbol haben, Freunde. Ich schaue jetzt einfach nochmal da. Ob ich da... Ich muss irgendwas übersehen haben. Ja, ja, du willst mir helfen. Ich weiß, ich weiß. Aber du willst mich ja bloß zurück zu dieser Fabrik bringen. Da waren wir jetzt gerade schon.
Ich bin mir sicher, dass wir da jetzt gerade schon waren und uns das Symbol geholt haben, ganz oben. Ach, ist das schön, wenn die einen umkreisen, hey. Da, seht ihr, da hinten ist auch noch was. Und ich hoffe, dass da das letzte Symbol ist. Wir haben unsere Freunde ja, die uns dann wieder zu unserem Hauptziel zurückbringen. Okay, das ist hier nur so eine Tafel. Aber irgendwo muss noch was sein. Hier muss irgendwo noch ein drittes Symbol sein. Seht ihr, da meine ich das. Das waren Maschinen, worauf die geritten sind. Ja, der freut sich. Ja, wuhu. Schau mal, was die machen hier. Okay, irgendwo muss noch was sein. Ich bin davon überzeugt, dass hier irgendwo noch eine Ruine ist, wo dieses dritte Symbol irgendwo drauf ist. Das habe ich nicht gesehen, als sie sich hingehockt hat. Und dann kommt da so ein komischer Ladebildschirm, also so ein Bildschirmschoner. Ich gehe mal in die Richtung einfach mal weiter. Ob auf der anderen Seite noch irgendwas ist. Ja, rennen kann man leider nicht. Ich könnte jetzt so machen. Aber dann verschwenden wir unsere Schalenergie. Dann kann ein bisschen kann ich das schon machen. Seht ihr, die füllen uns sogar wieder auf, die lieben, lieben. Okay, da ist wieder so ein Hopper, der dir ab... da hinten sehe ich Säulen. Da müssen wir hin. Da müssen wir definitiv hin. Seht ihr, da hinten leuchtet es sogar. Da müssen wir definitiv hin. Das habe ich auch in dem Lade... Also in diesem Bildschirmschoner gesehen vom Spiel. Und wisst ihr, was das Witzige ist? Ich habe früher, wie ich das Journey angeschaut habe, kann ich mich nur erinnern, jeder außer auch PewDiePie haben diese Symbole nicht ernsthaft wirklich gesammelt, also intensiv, sondern die sind einfach der Storyline gefolgt. Ja, und Journey hat eine Story. Wir begleiten hier unsere Freundin oder Freund auf seine Reise zum Berg. Und ich will da hoch. Und da haben wir das dritte Symbol. So. Dann dürft ihr mich nochmal mit den ganz vielen Freunden hier begleiten zurück zu dieser hässlichen, also mehr oder weniger hässlich, aber ziemlich gruseligen Fabrik. Komm, Freund, hilf mir mal mit. Ach, komm, gerade vorhin hat es doch auch geklappt. Ja, kommt, helft mir doch mal ein bisschen. Juhu, Purzelbaum. Und wieder Sandsurfing, yeah. Okay, das Video wird schon ein bisschen länger. Ich mache das jetzt einfach mal so.
So, meine Freunde, ich lande hier im Sonnenlicht und sage mal bis zur nächsten Folge von Let's Play Journey. Tschüss.